Hallo liebe Lesende, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zweimal im Jahr bekommt ihr von mir ein Neuzugänge-Video, einmal anlässlich Weihnachtens und einmal anlässlich meines Geburtstages. Und da die Weihnachtstage lange hinter uns liegen, könnt ihr euch vorstellen, dass das diesmal die Geburtstagsneuzugänge sind, denn ich hatte am 9. Mai Geburtstag, teile mir da auch meinen Ehrentag mit dem Todestag von Schiller und dem Geburtstag von Sophie Scholl. Also ich bin da in guter Gesellschaft. Da ich rund um meinen Geburtstag auch oft die Woche Urlaub nehme, habe ich eine kleine Reise nach Weimar angetreten. Das war sozusagen mein Geschenk an mich selbst, habe dort 2 Tage sehr intensiv verlebt. Ich hatte dann auch noch einen An- und Abreisetag und natürlich habe ich mir an meinem Geburtstag selbst auch Bücher geschenkt. Das war für mich ganz wichtig. Deshalb bin ich in eine Buchhandlung gegangen, nämlich die Hoffmannsche Buchhandlung im Stadtzentrum. Die existiert dort seit 1710 und ich bin mit dem Vorhaben hineingegangen, ein Buch zu kaufen, von dem ich noch nie gehört habe, das mich aber sofort anspricht, wenn ich es sehe. Und ungelogen bin ich 3 Sekunden in diesem Laden gewesen und habe das perfekte Buch für mich gefunden. Und zwar von Thomas Blubacher, Weimar unter Palmen. Das ist ein Sachbuch, das so ein bisschen über das Erbe des Exils der 1920er, 30er Jahre berichtet. Und den Titel trägt es, weil es natürlich um Künstlerinnen, Autorinnen geht, die aus der Weimarer Republik stammen und dann eben nach Los Angeles, dort wo eben auch Palmen als tropische Gewächse heimisch sind, sich ansiedeln. Die Entstehung von Hollywood ist vielleicht nicht unbedingt das Thema, zu dem ich sofort als erstes greifen würde, aber da hier mit einem Thomas Mann und einer Vicky Baum auf dem Klappentext gelockt wurde, hat es mich sehr angesprochen. Der Titel ist einfach so zufällig komisch für mich mit meinem Namen, dass ich dachte, ich komme daran nicht vorbei. Und ich möchte es unbedingt lesen. Ich glaube, das Buch ist aus dem Oktober 2022 und ich habe es tatsächlich vorher noch nicht gesehen, aber vielleicht haben andere von euch schon davon gehört, dann berichtet mir doch auch gern davon. Eigentlich sollte es auch bei dem einen Buch bleiben, aber irgendwie komme ich an keinem Reklamregal vorbei, an dem ich eben auch stöbere. Und mir war schon klar, dass ich nach Weimar fahre, ohne jetzt meine Sammlung von Schiller oder Goethe zu erweitern, denn wenn ich ehrlich bin, habe ich von den beiden sehr viel gelesen und habe auch eine große Sammlung. Aber ich habe dann von Carlo Goldoni Der Diener zweier Herren in dem Reklamregal entdeckt und ich hatte von Carlo Goldoni ja im letzten oder vorletzten Jahr schon seine Mirandolina gelesen, die mir sehr gefallen hat, und Der Diener zweier Herren, über den habe ich schon einiges gehört. Aber ich habe mich auch gefragt, warum ausgerechnet dieses Stück in diesem Buchladen vorhanden ist, auch in dem relativ schmalen Reklamregal, das die haben. Aber das Werk, das wird in Weimar ab Juni im E-Werk, glaube ich, gespielt und ich bin sehr neidisch darauf, denn ich wünschte, ich würde auch dieses Jahr noch eine Inszenierung davon sehen können. Letztes Jahr wurde es nämlich im Monbijou-Theater hier in Berlin gespielt, aber da habe ich es leider nicht mehr hingeschafft, denn das fiel genau in unsere Urlaubszeit in Florenz. Ein Mann flüchtet vor seiner Liebhaberin, beziehungsweise wird er eines Mordes angeklagt an ihrem Bruder und sie folgt ihm dann in Männerverkleidung. Und dann gibt es eben diesen Diener, der, glaube ich, zwischen den beiden hin und her changiert. Und ich bin sehr gespannt, wie Goldoni seine Komödie hier auflöst. Also ich finde, der hat einen ganz speziellen, wunderbaren Humor, der auch eigentlich genau ins 18. Jahrhundert passt. Denn das Werk ist, glaube ich, von 1746 ungefähr. Und ja, bin gespannt auf die italienische Commedia dell'arte. Die ist ja auch nochmal ein ganz besonderer Fall. Über Arbeit bekam ich außerdem noch einen Buchgutschein und dachte, ich kaufe mir dafür 2 Klassiker-Taschenbücher, die ich schon lange auf meiner Wunschliste habe. Und bei mindestens 2 Autoren war es mir jetzt ein ganz unmittelbares Anliegen, nämlich einmal Michael Bulgakow wieder zu belesen. Da hatte ich eigentlich die Weiße Garde auf meiner Wunschliste, aber auch das Hündische Herz steht noch viel länger darauf, denn mich interessieren durchaus so satirische Werke, in denen auch Tiere eine gewisse Rolle spielen. Ihr seht vielleicht hier an den bunten Klebezetteln, dass ich es auch unmittelbar gelesen habe, also so sehr war es mir dann auch ein Anliegen. Und ich dachte ursprünglich, dass es sich bei dem Werk darum handelt, dass ein Arzt einem Hund irgendwas Menschliches einpflanzt und dann dieser Hund in seiner Form bleibt, aber menschliche Gedanken entwickelt. Aber nicht, dass der Hund sich dann in einen Menschen verwandelt und dann noch so ein bisschen hündisch ist. Und genau das passiert aber. Und es ist ein urkomisches Werk, das man, glaube ich, auch als Sowjet-Satire lesen kann. Ich habe das Nachwort von Alexander Nitzberg noch nicht so ganz durchgelesen, aber ich bin in den letzten Seiten und werde euch dann berichten, wie ich es gefunden habe. Auf jeden Fall gefiel es mir. Und über das andere Werk habe ich jetzt schon in mehreren Videos gesprochen und jetzt rede ich schon wieder darüber, ohne es schon gelesen zu haben. Es geht um die Aufzeichnung des Malte Lauritz Beregel
von Rainer Maria Rilke, sein Werk über den letzten Spross eines dänischen Adelsgeschlechts, der nach Paris geht. Und ich glaube, es ist so ein bisschen tagebuchartig geschrieben und es ist auch eine Textform, die mir viel zu selten unterkommt, dafür, dass ich sie sehr gerne belese. Und ich bin gespannt auf Rilkes, ich glaube, einzigen Roman, den er geschrieben hat, und werde euch auch da berichten. Über Arbeit erreichten mich außerdem noch zwei Leseexemplare, die auch unterschiedlicher nicht sein könnten, aber vielleicht auch zeigen, in welche unterschiedlichen Richtungen ich lese. Der eine ist nicht so ganz verwunderlich, denn es ist ein dänischer Autor, der als jüngster Autor jemals den Literaturpreis des Nordischen Rats 2019 gewann, und das war Jonas Eicker mit Nach der Sonne. Und hiermit haben sie eben nicht nur einen sehr jungen Autor ausgezeichnet, sondern auch noch einen queeren Autor, der Geschichten schreibt, die auch queeren Inhalt haben, aber eben auch so leichte Science-Fiction-Tendenzen haben. Also wenn wir da aus einer Geschichte lesen, wie jemand nach Kopenhagen in seine Heimatstadt zurückkehrt und dann ist ein bestimmtes Gebäude in einem Krater versunken oder ein älteres Ehepaar in eine Wüste zieht und dort die Ankunft von Aliens erwartet wird, ich glaube, dann können wir uns vorstellen, dass da etwas skurrile Szenarien auf uns warten, und ich habe sehr große Lust, von Jonas Eicker endlich was zu lesen, und dass jetzt das Taschenbuch erschienen ist, kam mir natürlich zu Pass und ihr werdet sicher bald davon hören. Im wunderbaren Surkamp Verlag kam außerdem ein chinesischer moderner Klassiker heraus. Jetzt wurde er endlich übersetzt. Es geht um Xixis Meine Stadt. Davon hat der Verlagsvertreter sehr vorgeschwärmt und mir ist der Titel auch sofort aufgefallen. Dieser Roman gilt als einer der Kultromane aus und über Hongkong und ich freue mich sehr darauf, das endlich zu entdecken. Ich glaube, chinesische Romane lese ich auch viel zu selten, und diese Stimme einer Autorin, die sich schon in das Gedächtnis und in die Identität der Hongkonger eingeschrieben hat, ich glaube, auch damit kann man nichts falsch machen. Das war nun der eine Teil der Bücher, die ich mir selbst gekauft habe oder selbst angefragt hatte. Jetzt komme ich zu den Buchgeschenken, die mir andere Personen gemacht haben. Ich starte mit denen von meinem Partner. Der hat sich auf jeden Fall zur Aufgabe gemacht, mich mit Büchern auch immer an unsere vergangenen Urlaube zu erinnern. Zu Ostern schenkte er mir die Geschichte Florenz aus dieser C.H. Beck-Wissen-Reihe. Und jetzt zum Geburtstag gab es noch die Geschichte Roms, denn in Florenz waren wir einmal, in Rom dann auch zweimal. Beide Bücher wurden geschrieben von Volker Reinhardt, der, ich glaube, Professor für Geschichte ist an der Universität in Freiburg. Jedenfalls hat er viele Veröffentlichungen, die sich mit Italien auseinandersetzen, und ich glaube, er hat auch seinen Schwerpunkt der Forschung in der italienischen Renaissance, und es ist für mich natürlich auch ein Thema, das hochinteressant ist und das ich mir selber in Rom und Florenz natürlich durch Gebäude, Gemälde und vieles andere schon zu Gemüte führen konnte. Und diese C.H. Beck-Wissen-Reihe mag ich sehr gerne. Ich habe auch das Gefühl, dass mein Partner sich dazu entschlossen hat, mir seit Weihnachten einfach keine Einzelwerke mehr zu schenken, sondern gleich zu Schubern oder Gesamtwerken überzugehen. Und ich glaube, er wusste, dass ich aus dem Gugolz Verlag noch so ein Werk haben wollte, das eben mehrbändig daherkommt. Und viele von euch haben mich schon in den Kommentaren oder auch in Privatnachrichten gefragt, ob ich das lesen würde. Und die Antwort ist natürlich ein sehr großes und lautes Ja. Und zwar wurden mir gerade die vier Bände von Die Leute von Hellemir von Amalius Kramm geschenkt. Das sind diese vier wunderbaren Bände. Die ersten beiden Bände sind nicht ganz so umfangreich. 3 und 4 sind dann doch ein bisschen umfangreicher geworden. In diesem naturalistischen Werk vom Ende des 19. Jahrhunderts von Amalius Kramm folgen wir ja einer Familie, die eben in Hellemyr lebt. Und die erfahren schon relativ zu Beginn eine Rufschädigung, und die zieht sich eben durch mehrere Generationen durch. Und ich meine, in einem der letzten Bände kommt auch eine Enkelin namens Sophie vor, und ich bin immer gespannt auf Figuren, die meinen Namen tragen, und freue mich natürlich auf dieses wunderbare Abenteuer. Ich habe mich schon lange gefragt, wann es endlich erscheinen würde, und als es letztes Jahr dann im November herauskam, war ich natürlich hocherfreut. Ich wusste, dass ich es nicht sofort lesen würde, deswegen ist das Geschenk jetzt zum Geburtstag auch ganz praktisch gewesen, weil dann kann ich relativ bald starten und kann natürlich damit auch meinem Lesevorhaben etwas entgegenkommen, wenn ich mehr Norwegerin und mehr Skandinavierin lesen möchte. Amalius Kramms Professor Hieronymus, das nach den Leuten von Hellemyr entstanden ist, war ja ohnehin mein allererster Gugolz-Titel, den ich hier gelesen und vorgestellt habe, obwohl ich den Verlag davor schon über Jahre verfolgt habe, aber nie wusste, womit ich anfangen sollte. Aber die Norwegerinnen haben mir dann den Einstieg erleichtert, und ich freue mich sehr darauf, diese 1200 Seiten auch noch zu erschließen. Mit Anne von Literaturlärm tausche ich ja auch an Weihnachten und am Geburtstag immer ein Paket aus. Und Anne wollte wohl nicht, dass mein Stapel ungelesener Bücher so weit wächst, und hat sich für ein Buch bei mir entschieden und hatte dabei auch noch mein Graphic Novel Ziel im Blick. Und zwar hat sie mir Steinfrucht von Li Lei geschenkt. Hier folgen wir einem lesbischen Paar. Die eine Figur ist aber, glaube ich, sogar nicht binär,
Und die beiden verbringen immer mal wieder Zeit mit der Nichte der einen Figur. Und immer wenn sie mit dieser Nichte unterwegs sind, dann bekommen sie so ein bisschen raubtierhafte Züge. Sie gehen so ein bisschen in die Wildnis und erleben so kleinere Abenteuer. Und darüber hinaus beschäftigt sich das Buch aber eben auch mit Identitätsfragen, mit dem Verheimlichen der eigenen sexuellen Identität, vielleicht vor den Eltern, dem nicht klarkommen mit Verwandten. Und auch die Beziehung der beiden ist immer wieder ein wenig problematisch angesiedelt. Und ich fand, das klang unglaublich spannend und freue mich auf diese queere Graphic Novel. Wir sind fast am Ende des Neuzugänge-Videos angekommen. Ich muss noch über ein Geschenk reden. Und die Person, die mir dieses Geschenk gemacht hat, kenne ich jetzt über BookTube schon sehr, sehr lange. Und sie ist immer wieder in Kommentaren zu sehen. Wir haben sehr viele private Nachrichten ausgetauscht und wir haben uns auch schon mal gesehen auf der Frankfurter Buchmesse in 2019. Und die liebe Gamse hat mir ein ganz wunderbares Geschenk gemacht. Ich glaube, ein Buch, das ich mir selber nie sofort gekauft hätte. Irgendwann mal, es steht lange auf der Wunschliste und hätte da wahrscheinlich noch sehr viele Jahre überdauert. Und zwar hat sie mir eine Biografie geschenkt von Anton Tschechow. Aber eben nicht irgendeine, sondern den großen Bildband von Peter Ober, nämlich Anton Tschechow, sein Leben in Bildern. Und wenn man das einmal durchblättert, dann seht ihr, das besteht gefühlt nur aus Bildern und einigen wenigen Texten. Und ich habe darin jetzt, glaube ich, schon an mehreren Tagen ganz begeistert geblättert. Ihr wisst ja, welches Anliegen es mir ist, diesen Autor in der Gänze zu belesen und auch viel über ihn zu erfahren. Und ich bin so beeindruckt von dieser Bilderfülle, bei denen ich mich auch frage, wie Peter Ober da überhaupt rangekommen ist. Das sind so viele intime, persönliche Fotografien. Also da ist sogar ein Bild vom Sterbebett von Tschechow am Ende drin. Das ist der Wahnsinn. Es geht um Sachalin. Wir sehen die Bilder, die er zusammen mit seiner Frau Olga Knipper gemacht hat. Seine Familienbilder, seine Arbeit als Arzt. Wir sehen alles einmal nur in Bildform. Und dann eben noch Briefe angeschlossen, einige biografische Skizzen, die dann dazugehören. Liebe Gamse, danke. Das ist vielleicht so mit das beste Geschenk dieses Jahr. Ich bin so begeistert davon und freue mich darüber. Und ich kann es bald nicht mehr hochhalten. Das ist ein sehr schwerer Band. Ich freue mich da einfach nur drauf, noch weiter Tschechow zu entdecken und dass so viele Menschen an mich gedacht haben und genau wissen, was irgendwie meine Lesevorlieben sind und was sie mir da schenken können. Also danke an alle, die mich beschenkt haben und die auch an dem Geburtstag an mich gedacht haben oder danach. Und ich freue mich natürlich auf die Bücher, die ich mir selber ausgesucht habe. Merke aber auch immer, wie sehr das sich unterscheidet, was ich mir selber kaufe und was mir andere dann schenken. Also das ist auch immer eine ganz spannende Varianz. Und ja, damit bin ich eigentlich am Ende meines Videos angekommen. Ich hoffe, ihr habt einiges Interessantes gesehen. Wenn ihr schon Werke davon gelesen habt oder gerne wollt, dass ich sie als nächstes vorstelle, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Ich komme euch da sehr gerne entgegen. Sonst gehe ich dann natürlich ganz strukturiert vor und erstelle mir wieder Monat für Monat eine Leseliste und versuche die Werke, die mich am meisten interessieren, natürlich voranzustellen und dann nach und nach alles andere zu lesen. Mir hat das gerade große Freude gemacht, nochmal zu resümieren, was so zum Geburtstag und danach eingezogen ist. Ich hoffe, es war etwas für euch mit dabei und wir sehen uns ganz hoffentlich im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine ganz wunderbare Lesewoche. Macht's gut!